So, haben wir ja noch irgendwas, was jetzt vielleicht zu sehen ist, was vorher nicht war? Nee, aber vielleicht können wir auf dem Schreibtisch noch irgendwelche Hinweise kriegen. Nur ein paar alte Unterlagen. Okay, dann nicht. Ah, schauen wir noch mal hier hin. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Ja, das bringt uns noch nichts. Dann schauen wir noch mal hier. Ich kann hier aber auch nicht näher ran. Ich habe hier bloß die vier Buchsen zur Auswahl. Ich mache erstmal alles wieder ab. So, also R würde ich erstmal mit Rot hier machen. Und die anderen? Mal da probieren vielleicht. Ich probiere jetzt einfach mal rum. Also ich habe gerade keine Ahnung so richtig. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, das ist das zweite, das dritte, das vierte. Oder so. Das zweite, das vierte, das dritte, ja. Mal probieren. So, von der Reihenfolge her, dass die einfach vertauscht werden da hinten. Nee, Schiete. Allzu viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht, wenn ich es mir so Nichts. überlege. Ich schätze, die Anschlüsse stimmen noch nicht. Es gibt bloß 3x2 mal 1, also 6 Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal das Rot hier vorne weglässt. Wenn man das Rot nicht als sicher annimmt, hier vorne haben wir 24 Möglichkeiten. 4x3x2 mal 1. Was haben wir denn hier? Die sind aber auch in der Reihenfolge, wie sie hier liegen dann, ne? So, machen wir mal so. Es war ja 4, 3, ne, 2, 3, 4. Shit, ich habe schon wieder die Kombination vergessen. Kann ja nicht sein, Mensch. Ich bin aber auch gerade zu voll, mir das aufzuschreiben. Muss ich mal so zugeben. 4, 3, 4, 2, 3. Okay, also nochmal hin. So, das nochmal raus. Den vierten stecken wir ja ganz vorne rein. Den zweiten auf die dritte Position und die drei dorthin. Vielleicht klappt es ja so. Nochmal umlegen. Ach Mensch, leck mich doch. Das gibt's doch gar nicht. Ich könnte natürlich auch Nichts. einfach. Ich schätze, die Anschlüsse stimmen noch nicht. Große Überraschung. Es könnte natürlich auch einfach systematisch vorgehen. Aber da habe ich gerade keine Lust zu, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich mache an der Stelle mal einen kurzen Cut rein und probiere einfach mal rum, bis ich es wieder habe. Und dann melde ich mich wieder zurück. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, wie ich mir gedacht habe, hat das natürlich mit dem Code zu tun. Wir haben Rot als erstes, also R1. Dann müsste eigentlich die vierte, die dritte und die zweite Buchse kommen. Nun ist seltsamerweise die dritte Buchse zuerst und dann erst die vierte. Und ganz hinten natürlich die zwei. Also irgendwie passt das nicht so ganz, so wie es dran steht. Von daher weiß ich auch nicht so richtig, da haben sie sich irgendwie verschrieben oder haben die Buchsen hier vielleicht falsch dargestellt oder was. So wie es jetzt hier wäre, hätten wir ja R342 und nicht R432. Aber gut, soll mir recht sein, jedenfalls ist das die Lösung des Rätsels. Und nun können wir hier mal anknipsen, mal schauen, was passiert. Es funktioniert wieder. Hallo? Hallo, hört mich jemand? Wieso antwortet da keiner? Verdammt! What? Die Tür steht offen. Was ist passiert? Jemand hat auf das Funkgerät geschossen. Wer zum Teufel? Ich muss ihm nach. Da schaust du dann erst hin, als er weg ist. Ich würde sofort dahin schauen, wo die Schüsse herkommen. Meine Güte. So, ja, wer hat jetzt da drauf geschossen, ist die Frage. Ich denke. Vielleicht Cliff? Probieren wir es mal. Audiomitschnitte, Zelle 3. Da, Abend 2. Was ist passiert? Jemand hat auf das Funkgerät geschossen. Wer zum Teufel? Ich muss ihm nach. Nicht. Ja gut, das wird dann auch nicht funktionieren, denke ich mal. Wer könnte es noch gewesen sein? Ich glaube, die Weiber, die waren wirklich nur mit sich selbst beschäftigt.
Aber ich kann mir eigentlich... Moment! Ja, natürlich, ich muss ihm nach und dann ist er in den Wald gerannt. Dann war das Jonathan gewesen wahrscheinlich, oder? Wenn er ihn bis in den Wald verfolgt hat quasi, denn wir haben ja gesehen, dass Ray Jonathan verfolgt hatte. Und das war jetzt quasi der Flashback, der zu dieser Situation geführt hatte. Dann muss das eigentlich Jonathan gewesen sein, der drauf geschossen hat. Die Tür steht offen. Was ist passiert? Jemand hat auf das Funkgerät geschossen. Wer zum Teufel? Ich muss ihm nach. Oder auch nicht. Vielleicht das mal probieren hier? Okay, beschreib mir, wo du bist. Sieht aus wie ein Funkraum. Auch nicht. Das Komische ist ja, eigentlich hat Ray ja noch einen Funkspruch abgesetzt, aber hat er ja jetzt eigentlich gar nicht in der Situation, oder? Erzähl weiter. Was ist los mit dem Funkgerät? Alle Kontakte sind herausgerissen. Klappt alles nicht. Schade. Vielleicht können wir so mit ihm reden. Ich glaube nicht. Hallo, mein Junge. Na, wie ist es? Komm jetzt. Ich bin sicher, dass wir jetzt vorankommen werden. Ach, okay. Wir sind in der Küche. Zu fünft. Okay. Wer von euch hat diese Sauerei da draußen angerichtet? Definitiv ein Verrückter. Na, dann wissen wir ja, wer es war. Gibst du es zu? Ich hab gar nichts gemacht. Du drehst hier doch schon seit Tagen durch. Hör auf damit. Was denn? Wenn hier einer gestört ist, dann ja wohl du. Du solltest lieber froh sein, dass ich die Knarren besorgt habe. Jetzt hört schon auf damit. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig fertig machen. Lasst uns lieber zusehen, wie wir hier wegkommen. Wir müssen Hilfe holen. Wir können keine ganze Woche mehr warten. Das stehe ich nicht durch. Vielleicht ist es Teil des Tests, um zu sehen, wie wir reagieren. Davon war nicht die Rede. Ich bin bestimmt nicht hierher gekommen, um mich massakrieren zu lassen. Wir teilen uns auf. Jeder sucht in einem anderen Areal des Camps nach einem Ausweg. Wer etwas findet, ruft die anderen zusammen. Und dann nichts wie weg. Brillant. Hast du einen besseren Plan? Ich finde, das klingt vernünftig. Also gut. Ich sehe mir draußen das Tor an. Ich schaue nach der Tür im Keller. Dann gehe ich zum Strand. Und du gehst rüber in den Wald. In den Wald? Warum? Warum ich? Ich hab's lieber, wenn du weit weg bist. Hast du Angst im Dunkeln oder wie? Du kannst auch gerne im Brunnen nachsehen. Okay, genug jetzt. Also er geht in den Wald. Du kommst schon klar. Und ich? Du passt auf unsere Zimmer auf. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Schweinerei wegmachen. Was? Das kannst du selber machen. Wirst dir schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Mit dem kranken Idioten? Dann sind wir uns ja einig. Der Schrubber steht da hinten in der Ecke. Alles geklärt, ja? Also dann, los geht's. Seid vorsichtig. Wir treffen uns nachher wieder hier. Okay, ihr wart also bewaffnet und ihr habt nach einem Fluchtweg gesucht. Was hat euch solche Angst gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwas war passiert in der Nacht. Du kannst dich immer noch nicht erinnern, wo ihr da wart? Nein. Aber... Aber? Das Bild wird deutlicher. Doc? Ja? Sind Sie heute Nacht auch noch hier? Nein, ich gehe zurück ins Hotel. Ich habe da noch einen Termin. Warum? Ich habe Angst. Du bist hier in Sicherheit, Junge. Mach dir keine Gedanken. Und wenn die Schwester wiederkommt... Oder der Doktor im weißen Kittel? Du hast nichts von ihnen zu befürchten. Ich trage hier die Verantwortung und ich werde dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Okay, das war das erste Mal, dass wir in einem Flashback alle fünf auf einen Haufen gesehen haben. Und die Knarren, die gab es also doch nicht direkt schon hier irgendwie ausgehändigt, sondern die hat Cliff besorgt. Und offenbar scheinen sich die fünf freiwillig für ein Experiment gemeldet zu haben. So testprobandenmäßig quasi, könnte ich mir vorstellen. So, da gehen wir nochmal zum Doc und sagen dem Bescheid, dass er hier irgendwie lieb sein soll zum Jonathan. Dr. Young, bitte. Ja. Ich mache heute früher Schluss. Oh ja. Sind Sie denn schon so gut vorangekommen? Oder ruft doch eher der Kneipentresen? Tja, Doktor, ich denke Ersteres. Alle fünf machen hervorragende Fortschritte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich morgen ein entscheidendes Stück weiterkomme. Ach. Allerdings, ich habe jetzt noch eine Verpflichtung. Gleich morgen mache ich mit dem Mädchen aus Zelle 2 weiter. Sie wurde als Erste hier eingeliefert. Es kann gut sein, dass ich mit ihr die größten Fortschritte machen werde. Nun, dann lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Eine Sache wäre da noch, Dr. Young.
Mir wurde heute von Patienten berichtet, dass ihre und Tamaras Anwesenheit sie ängstigt. So? Welcher Patient hat das gesagt? Das ist ganz unwichtig. Ich möchte Ihnen nur noch mal nahelegen, die fünf in Ruhe zu lassen. Keine Medikamente, keine anderweitige Intervention. Auch Tamara soll den Zellen fernbleiben. Und wenn es Probleme gibt? Dann rufen Sie mich an. Ich muss jetzt los. Bis morgen. Ja, hau mal richtig auf den Tisch hier. Das ist richtig so. So, und dann... Gehen wir mal raus. Mittwoch, 14. November 2007, Abend. Vielleicht kann der ja mal hier mit einem Auge drauf werfen. Das wäre ja ganz witzig. Geht sogar wirklich was. Miller, gehen Sie nach Hause. Gehen Sie ins Bett. Sie werden umkommen hier draußen. Ich habe hier einen Job, Doc. Aber es ist nicht Ihr Job, hier umzukommen. Wissen Sie, was komisch ist, Doc? Ich habe das Gefühl, Sie sind viel übler dran als ich. Wie meinen Sie das? Man hört so dies und das. Aha, was hört man denn? Kann es sein, dass Sie ein paar Probleme haben? Was soll das heißen? Wer flüstert Ihnen das denn zu? Sie stehen hier doch den ganzen Tag. Na kommen Sie, ist ja nicht so schlimm. Mit mir können Sie reden. Ich kenne das. Moment. Sie haben gehört, was ich mit dem Detective besprochen habe, oder? Draußen am Tor. Probleme mit Ihrer Frau, hm? Ich kenne mich da aus, Doc. Und ich sage Ihnen was. Am besten vergessen Sie es. Sie ziehen den Kürzeren. Sie wissen doch gar nicht... Hören Sie zu, Miller. Wir kennen uns kaum. Mein Privatleben geht Sie rein gar nichts an. Nichts von dem, was der Detective und ich besprechen, geht Sie etwas an. Sie halten sich da gefälligst raus und hören auf, uns zu belauschen. Ist das klar? Ist mein Job schon vergessen? Ich bin hier Sicherheitsmann. Sie haben 4 Doppelstunden Ausbildung. Sie haben keine Ahnung von meinem Job, meinem Leben und meinen Problemen. Und dabei wird es gefälligst auch bleiben, sonst kriegen Sie Ärger. Sehen Sie, Doc? Was? Sie werden aggressiv. Sie drohen mir. Sie haben wirklich ein Problem. Nein, Miller, Sie haben eins. Und wenn Sie so weitermachen, haben Sie auch 2. Sie sind nichts weiter als ein Arbeitsloser mit Mordfantasien. Sie sind... Bitte, bitte, nur weiter, Doc. Was bin ich? Lassen Sie es raus. Sie verdammter... Ja, nur weiter. Das reicht jetzt. Ich hatte einen harten Tag. Wir sehen uns morgen. Mann, Dave, was ist denn mit dir los? Lass den einfach links liegen, den Vogel. Aber ist schon doof, dass irgendwie jeder sich da einmischen will und jeder ihm irgendwie Tipps geben will oder jeder meint, sich in sein Privatleben einmischen zu müssen. Eigentlich wollte ich aber, dass der hier irgendwie mal mit einem Auge drauf wirft, dass der Doc wirklich macht, was wir ihm sagen. Na gut, dann halt nicht. Dann müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass wir mal an Geld kommen vielleicht, denn wir müssen ja noch die Rechnung bezahlen. So, Hotellobby. Hier ist sogar immer jemand drin, sehe ich gerade. Ach nein, das waren wir selbst. Mr. McNamara. Ja, ja, ich weiß. Ich komme sofort zu Ihnen. Wir haben immer noch quasi kein Geld, Dave. Wollte ich nochmal so anmerken. Naja, schauen wir mal. Mr. Flynn? Sir? Es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber wegen der Rechnung. Ja, Sir? Wie soll ich sagen? Es gibt ein kleines Problem damit. Wie darf ich das verstehen? Nun, wissen Sie, es ist so. Okay, hören Sie zu. Mein Konto wurde gesperrt. Ich muss zur Bank nach Washington, um die Sperre wieder aufheben zu lassen. Wie unangenehm. Bargeld haben Sie keins? Nein, nach wie vor nicht. Sie kennen auch niemanden, der Ihnen aushelfen könnte? Nein. Das heißt, vielleicht doch. Passen Sie auf. Geben Sie mir bis morgen Abend Zeit, ja? Ich kläre das. Ich will ja bezahlen, das wissen Sie doch. Nun gut, Sir. Ich werde dem Management die Sache vortragen. Aber bitte, Sir, bitte machen Sie keine weiteren Schwierigkeiten auf Ihrem Zimmer. Die Kosten, die Sie damit verursacht haben, machen es mir nicht leichter, dem Hotelmanager Ihre offene Rechnung zu erklären. Nein, 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 machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde niemanden mehr stören. Na, ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, dass er niemanden mehr stören wird. Denn gegen die Albträume kannst du nichts machen, Dave. Das musst du zugeben. Und wo du an Geld kommen willst, weiß ich auch nicht so richtig. So, oh, da ist was. Wo kommen die denn her? Schauen wir mal.